Dank der finanziellen Unterstützung von der Europäischen Union war 2007 das Projekt Telemedizin in der Euroregion Pomerania, Pomerania-Netzwerk, möglich zu realisieren. Dieses auf dem Gebiet des ganzen Kontinents einzigartige Unternehmen entstand mit dem Ziel, die Qualität der medizinischen Versorgung der Patienten aus den dünn besiedelten Regionen zu verbessern. Zu diesen gehören das Land Mecklenburg-Vorpommern und nördliche Gebiete Brandenburgs. In Polen die Woiwodschaft Westpommern. Schon bei der ursprünglichen Konzeption des Projektes wurde berücksichtigt, dass Nutzen in relativ kurzer Zeit gezogen werden kann. Der Hauptvorteil ist vor allem leichterer Zugang zum Gesundheitswesen für die Patienten aus ländlichen Gebieten und kleineren Ortschaften sowie die Möglichkeit der telemedizinischen Diagnostik in lebensbedrohenden Situationen, bei denen die Zeit von entscheidender Bedeutung ist. Die Kranken sollen nicht mehr in weit entfernte Einrichtungen transportiert werden. Ihre Daten stehen einem hochqualifizierten Spezialisten umgehend zur Verfügung. Für Ärzte, besonders aus lokalen Kliniken, sind telemedizinische Methoden eine Art zusätzlicher Hilfswerkzeuge. Die komplizierten Operationen mit Hilfe einer modernen Datenleitung und unmittelbaren Facharztberatung vollziehen lassen. Dieses Projekt sieht auch Verbesserung der Effektivität von Rettungsdienstwesen, Verkürzung der nötigen Behandlungszeit eines Patienten und zeitliche Optimierung aller routinemäßigen Tätigkeiten vor. So hat das Projekt auch eine sehr große gesellschaftliche Bedeutung. Das Projekt Telemedizin ist nicht nur für die ganze Woiwodschaft, für ihre Einwohner und Wissenschaftler sehr wichtig, sondern auch für die Idee grenzüberschreitender deutsch-polnischer Zusammenarbeit. Für die Patienten bedeutet das bessere Effizienz der Behandlung mit Zugriff auf neue Technologien, für die Wissenschaftler große Innovation und Anführung in ganz Europa, sowie in der ganzen Welt. Das Projekt Telemedizin umfasst ganze Reihe von medizinischen Einrichtungen. Der Koordinator des ganzen Vorhabens ist die Pommersche Medizinische Universität Stettin. An dem Projekt beteiligt sich die Westpommersche Technische Universität Stettin, aber vor allem 11 polnische und 21 deutsche Krankenhäuser. Die Empfänger dieses Projektes sind Patienten, abgesehen davon, von welcher Seite der Grenze sie stammen. Im Rahmen des Telemedizin-Projektes gab es ja nicht nur den Vorstand des Telemedizin-Vereins, sondern in Zusammenarbeit mit der Pommerschen Universität für Medizin halt auch die Zusammenarbeit in einer deutsch-polnischen Steuerungsgruppe. Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit über die vergangenen Jahre uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und insofern halt auch eine richtige partnerschaftliche Beziehung, insbesondere mit der Pommerschen Universität für Medizin, entstanden ist. Eine besondere Rolle der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin ist eine sehr wichtige Auszeichnung für polnische Spezialisten, die immer mehr von ihren deutschen Partnern geschätzt werden. Ich denke, die Inkraftsetzung dieses Projektes wird in Zukunft sowohl für die Deutschen als auch für die Polen beträchtlichen Nutzen bringen. Das Wesentliche dabei ist die immer gefragte Verbesserung der medizinischen Versorgung in unseren Einrichtungen. Bald sind wir in der Lage, direkt mit den besten deutschen Krankenhäusern zu kommunizieren, was der Kern von dem Projekt Interreg ist. Um das hohe Niveau der medizinischen Versorgung zu behalten, musste man im Rahmen der Zusammenarbeit für das sich entwickelnde Netzwerk beträchtliche technische Unterstützung versichern. Bei der Realisierung des Projektes wurden viele medizinische Institutionen mit moderner Apparatur, die schnellere Diagnostik durch Internetdatenaustausch ermöglicht, ausgestattet, was einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Versorgungsqualität leistete. Auf diesem Wege wurde auch die Zeit der Untersuchung und Diagnose bedeutend verkürzt.
Das Funktionieren des Projektes trug auch zu vorteilhaften Veränderungen im Bereich Radiologie bei. Aus verschiedenen Untersuchungen erzieltes Forschungsmaterial lässt jetzt wirksamere und vor allem schnellere Diagnostik des Patienten zu, ohne Notwendigkeit, ihn in eine andere Klinikstation verlegen zu müssen. In jetziger Phase des Projektes ist es schon möglich, die früher gemachten Bilder zu archivieren. Das ermöglicht den Spezialisten besseren Zugang und mehr präzise Methoden der Analyse. Auf diesem Wege wurde auch die Zeit der Untersuchung und Diagnose bedeutend verkürzt. Ersetzen eines traditionellen CT-Bildes mit einer CD-Platte ist schon in diesen Krankenhäusern nicht Neues. Das Vorhaben gestattete den Verwaltungen von Kliniken die Anschaffung von Geräten, die höchste Qualität der medizinischen Eingriffe gewährleisten, besonders auf dem Gebiet Neurochirurgie. Die Anwendung der intraoperativen MRT ermöglicht uns die Hirnoperationen in sehr tiefen Bereichen, die für uns bisher unerreichbar waren. Mit Umsetzung dieser Methode sind wir imstande, unsere Lage sehr präzise zu bestimmen und vor allem einzuschätzen, wie viel Gewebe schon entfernt wurde. Das Projekt Telemedizin gab uns neue Qualität des Verfahrens, was für den Patienten zweifellos ein erheblich geringeres Operationsrisiko bedeutet. Die Sicherheit des Patienten steht für jeden Arzt immer im Zentrum. Dieser Apparatursatz ist einer von 70, die in der Welt verwendet werden. Vereinheitlichung der Apparaturen zwischen Projektpartnern bedeutet bessere Diagnostikmethoden und ihre bessere Wirkung im neu entstehenden Netzwerk. Zum Beispiel bei Diagnostizieren der Augenkrankheiten arbeiten die Ärzte aus Greifswald und Stettin schon mit gleichen Werkzeugen. Mit dem Gerät bester Qualität kann man das äußere Gebiet des Auges sowie den Augengrund fotografieren. Diese Lösung ermöglicht den Ärzten umgehende Diagnostik, ohne den Kranken verlegen zu müssen. Im Rahmen des Projektes haben sich manche Kliniken mit sehr modernen Scannern versehen. Besonders hilfreich sind sie bei Diagnostik der Tumoren, indem die Bilder mit hoher Auflösung sehr schnell versandt werden können. Diese Technologie ist meist von kleinen Krankenhäusern gefragt, weil sie manchmal nur auf diese Weise die Informationen, die die Behandlung verbessern, erzielen können. Das Projektmotto lautet: Daten wandern lassen, nicht Patienten. Und deswegen sind Informationssysteme die bedeutendsten technologischen Investitionen dieses Vorhabens. Es entsteht ein Netzwerk, das zum Ziel hat, Vermittlung aller notwendigen Daten, die zur Diagnostik und zur richtigen Behandlung eines Patienten obligatorisch sein können. W ramach projektu Telemedycyna w Euroregionie Pomerania. Im Rahmen des Projektes Telemedizin in der Euroregion Pomerania gilt die Westpommersche Technische Universität Stettin als Expert im Bereich Teleinformatik. Es entstand ein medizinisches Computersystem, dank dessen ein moderner und sicherer Datenaustausch möglich ist. Diese Voraussetzungen sind bei Vermittlung sensibler medizinischer Daten, einschließlich der aus den modernen Diagnostikgeräten stammenden Bilddaten, obligatorisch mitzubringen. Das System Medeos ist einzigartig nicht nur auf dem Gebiet der Euroregion Pomerania, sondern vermutlich in der ganzen Welt. W skalę światową.
Dank des entstehenden Netzwerkes können alle zur nötigen Diagnostik des Patienten Sendungen in die ganze Region Pomerania übertragen werden. Verschiedene größere Konferenzräume wurden auch sehr fachlich ausgestattet, sodass die Videobesprechungen durchzuführen sind. So eine Ausstattung trifft man in jede Einrichtung, die an dem Projekt teilnimmt. Sie hat auch eine sehr wichtige Lehrbedeutung. Halten Sie mal die Arme gerade vor. So. Handflächen nach oben, bisschen höher noch. Die Umsetzung der Telediagnostik und Teleberatung mittels Live-Übertragung steigerte erheblich die Chancen auf Überleben und schnellere Besserung eines Patienten in Akutsituationen, zum Beispiel bei Schlaganfall. Drehen Sie mal so, wie die Brille reinkommt. Okay. Und den Zeigefinger im großen Bogen auf die Nase tippen. Wir sind hier in Eberswalde als neurologische Klinik und als Stroke Unit in der Lage, mithilfe der Telemedizin Patienten in anderen umliegenden Krankenhäusern, zum Beispiel im Krankenhaus in Prenzlau, neurologisch zu versorgen und akut neurologische Fragestellungen zu beantworten und den Patienten, insbesondere den Schlaganfallpatienten, dort in der Akutsituation zu helfen. Ein wichtiges Ergebnis des Projektes ist eine Möglichkeit, fachliche Videokonferenzen durchführen zu können. Ohne zeitaufwendige Reisen können gleichzeitig viele Spezialisten aus verschiedenen Standorten, zum Beispiel aus Schwedt, Greifswald oder Neubrandenburg, ausgewählte schwierige Fälle besprechen und über ihre Therapie diskutieren. Dies ist eine gute Gelegenheit für Studenten und für jüngere Ärzte, die bei der Ferndiagnostik aus Erfahrungen ihrer älteren Kollegen viel lernen können. Die Bedeutung der Telemedizin wird auch immer mehr von Patienten geschätzt. Ich habe meine Operation an der Prostata im Jahre 2008 vollziehen lassen. Zu diesem Jahr war die Telemedizin erst in den Kinderschuhen. Das heißt, diese Erfolge, die jetzt mit der Telemedizin erzielt werden, konnten damals noch nicht bei den Patienten angewendet werden. Dennoch habe ich auch davon profitiert, weil die Verbindung nach Eberswalde zu dem Strahlenmediziner über Telemedizin damals schon ging. Und das hat mir eigentlich geholfen, bei der Feststellung, ob es Prostatakrebs war oder nicht. Auf mehreren Ebenen hat dieses Projekt auch Pioniercharakter. Seine Durchführung in beiden Ländern erfordert sehr enge juristische und organisatorische Kooperation. Die von den deutschen und polnischen Ärzten entwickelten grenzüberschreitenden Versorgungsmodelle sind von Anfang an rechtlich in dem Projekt begleitet worden. So konnte in dem Projekt ein Beitrag dazu geleistet werden, dass Rechtsfragen im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Telemedizin geklärt werden konnten, im Bereich des Datenschutzes insbesondere, aber auch des ärztlichen Berufsrechts gibt es noch ungeklärte Fragestellungen, die in einer der nächsten Förderperioden geklärt werden könnten und sollten. Die Telemedizin ist ein deutlicher Schritt in die Zukunft. Sie ist eine riesige Chance für neue Generationen der Ärzte, für die Entwicklung neuer Technologien derzeit notwendig ist. Das Wichtigste ist aber der ständige Erfahrungsaustausch, besonders in grenzüberschreitenden Regionen wie Pomerania. Ein wahrer Schlüssel zum Erfolg sind bikulturelle Projekte, wie das mit beträchtlicher Summe von 14 Millionen Euro unterstützte Projekt. Ja, beispielsweise haben wir kürzlich einen Patienten telemedizinisch besprochen, der einen Nierenkrebs hatte, bei dem nicht so ganz klar war, ob wir die Niere würden erhalten können oder ob die Niere mit dem Tumor entfernt werden müsste. Wir haben das telemedizinisch besprochen und damit eine sehr sichere Entscheidung erreicht, die Entscheidung, dass wir die Niere belassen konnten, und haben dann den Patienten entsprechend operiert. Und ich glaube, dass wir seine Lebensqualität dadurch erheblich besser erhalten konnten als mit der Entfernung der Niere.
Und das ist eigentlich die Art von gemeinsamen Entscheidungen, die ich mir immer erhofft habe von einem telemedizinischen Projekt. Und wir haben sie schon umsetzen können. Darüber bin ich sehr glücklich.